Hallöchen, meine lieben Freunde des Nachmittagsschläfchens und willkommen zu einer neuen Aufnahme mit euer Metzel. Was ist denn hier? Ah, ich sehe gerade meine Stoppuhr von der Gothic-Aufnahme, die läuft immer noch. Ja. Also, wir sind wieder bei Wise 2. Habe ich eben Gothic 2 gesagt? Ich weiß nicht mehr. Ach, ist auch egal. So, auf jeden Fall, wir sind, ja, letztes Mal stehen geblieben. Wir haben versucht, mal uns dem Boss hier zu widmen. Das werden wir jetzt wahrscheinlich auch wieder machen. Aber ich glaube, wir müssen diesmal ein bisschen taktischer gegen den Kerl vorgehen. Ja, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Der öffnet alles und jedes. Ich schlage vor, wir gucken erst nochmal, ob wir nicht noch ein paar Gegner plätten können. Genau. So. Ein paar Gegner plätten, genau. Und noch ein paar Türen öffnen. Vielleicht finden wir hinter den Türen noch irgendwas Lustiges, Interessantes, was uns helfen kann gegen den Boss. Schön wäre es. Denn der war ja doch recht knackig, muss man schon feststellen. Ja, die hacken wir hier gerade mal alle um. Die sind ja schon alle kein Problem mehr für uns. Kommen wir nicht durch. Weg. Tür. Lasst mich in der Tür. Nee, war nix. Dann wieder zurück. Also diese Spinnviecher, das war echt brutal Linskis letztes Mal. Die hat uns umgeackert wie sonst was. Aber diesmal nicht. Diesmal werden wir ihm zuvorkommen. Hoffentlich können wir noch ein paar Türen öffnen. Bitte. Geht's hier noch rein? Hallo. Hallo, da geht's runter. Ist ja schön. So, hier geht's raus. Ich hab keine Ahnung, wo ich rumrenne. Ich renne gerade völlig planlos durch die Gegend. Aber ich weiß, dass hier irgendwo noch Türen waren. Völlig verarscht. Irgendwo waren hier noch Türen. Weg. Hier geht's rein. Bitte. Eine Tür. Ach, hier war die Verwalterin, genau. Soll ich mal gucken, ob ich hier Blatt krieg? Könnte mit der irgendwas anfangen? Ja, nein, doch, vielleicht. Scheint nicht. Nee, kann ich nicht. Gut. Aber Hauptsache mal als Gegner angezeigt bekommen. Die Alte. Aua. Aua, nicht hauen. Kann man regenerieren ein bisschen. Ah, der schießt auf mich. Das finde ich aber nicht nett. Macht man nicht. Man schießt nicht einfach auf wildfremde Leute, die man gerade erst getroffen hat. Hat deine Mama dir denn gar nichts beigetragen, du Mistviech? Aber Mistviech, da sehe ich mich dran, wo wir noch hingehen könnten. Wir sind jetzt nur hier wieder im unteren Bereich. Wir könnten ja noch... Zack. Wir können ja noch eins höher gehen. Haha. Ja, nämlich hier lang. Weg. Und weg. Ist noch irgendwas gewesen? Nein, gut. Dann machen wir uns mal direkt hoch, wo das Meeting stattgefunden hatte. Hier sind die dickeren Gegner. Weg. Aber hier bin ich mir ziemlich sicher, dass es noch eine Tür irgendwo gab. Was hier? Ich glaube ja, ich bin mir sicher. Ja, vielleicht. Möglicherweise. Da haben wir doch was. Das speichern wir aber am besten gerade mal. Terranik ist wieder im Kanal. Okay, jetzt sind wir wieder schön im Kanal unterwegs. Die Fischer sind hässlich. Dafür bringen sie gute Erfahrung und ich komme Level up. Yay! Boah! Was das denn jetzt für ein Feuerbrunst? Hilfe! Da kann ich immer noch nicht rein. Ich will ins Wasser. Verdammte Scheiße! Na, egal. Wir gucken hier mal alles ein wenig an. Da geht's noch rein. Oh, da ist noch so ein Viech, was auch immer das darstellen soll. So, hier rüber, hier hoch, hier links, hier rechts, hier geradeaus. Da oben ist was. Da kommen wir aber nur rein, wenn wir das Wasser abgelassen haben. So. Bin ich einmal im Kreis gerannt wahrscheinlich. Jo. Wir sterben. Hier wird wohl irgendwas Interessantes noch sein. Ach Mann. Das sind alles so Dinger, wo du hinkommst und hier Wasser abgelassen hast. Aber wie? Lass mich das Wasser ab. Was, du kannst natürlich auch.
krass, der Flammenstrahl. Bam, so geht das. Das macht Spaß. Hier ist so lang. Oh, Mann. Kicker. Butt. Blöde Barriere. So, jetzt muss ich erstmal wieder rausfinden. Jetzt bin ich schön in den Kanal reingetackelt. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskomme. Das ist doch immer vom Vorteil. Ist Orientierung nicht was Schönes? Vor allem, wenn man so viel davon hat. Aha, hier sieht es gut aus. Heb dir mal dein Feuergebrutzel für wen anders auf. So. Also wieder hier raus. Da ist sogar nichts gebracht. Wir müssen möglicherweise doch zum Boss. Wenn wir schon mal Zugriff auf den haben. Die sterben. Noch irgendwas? Nö, hier auch nichts. Was soll eigentlich dieser Gegner darstellen? Vier Ritterköpfe oder? Ich habe nämlich jetzt so ein Vorbeiwackeln immer für so einen Schleim oder so gehalten. Und das scheint ja doch ein Ritter zu sein. Oder mehrere. Guck, guck. Zack. Heilen wir uns gerade mal ein bisschen. Solange er oben schien. Ah, der schießt auf uns. Aha, gut. Also lieber nicht. So, stirb. Ein Massengemetzel hier sondergleichen. Das hält ja keiner im Kopf aus. Waren wir schon da drüben? Waren wir auch überall? Und hier gab es nichts weiteres. Da gab es nur die Truhe da in der Mitte. Sonst nichts. Aber die Truhe haben wir ja schon geöffnet, wie man unschwer erkennen konnte. Also, scheiß hier auch drauf. Wir müssen zurück. Aua, aua, aua. Aua, aua, ha. So. Weg, weg, weg. Aua, aua, aua. Jetzt vielleicht doch mal ein bisschen regenerieren lassen zumindest. 205 Leben mittlerweile, yeah. Das ist mir ja voll der King mit. Ja, Bossgegner. An den geht's jetzt gleich dran. Schwierig, schwierig, schwierig. Also, diese Spinnenviecher müssen von vorne erwischen, dann auch mit meinen Feuerbällen. Da komme ich nicht weit, wenn ich versuche, mit dem Schwert anzugreifen. Das habe ich schon mal herausgekriegt. So, immer hier hoch. Also heißt es gleich wieder Concentration und ganz viel nachgedenkt. Dann komme ich zum Ziel meiner Reise. So, hier rein. Galt, Kollege. So, hier kann ich noch hin. Voll bin ich. Bums voll. So. Dann, da feuer ich und dann wollen wir mal schauen. Nächster Anlauf. Komm her, du Mistvieh. Und da. Aua. Aua. Aua, aua, aua. Der tut mir weh. Kann ich schon irgendwas dagegen machen? Dass der mir nicht so weh tut, der Kerl. Aber Equipment. Was haben wir denn hier eigentlich so? Also den hier könnte ich vielleicht noch ab. Fokussiert. Die Kraft, ja. Half Consume of Magic Power, ja, ja, ja. Ja. Blockieren, ja, also ich brauche definitiv das hier. Ich werde es nochmal probieren. Das bringt ja nichts. Na super. Das bringt aber nicht wirklich viel, muss ich gerade feststellen. Irgendwas fehlt mir. Echt nichts. Autsch. Uah. Uah. Das ist echt fies. Autsch. Aber das geht. Warte mal. Kann mal nachschauen.
Nee, da nicht. Da, das Idol anlegen. Aber krass, ein Test gebe ich schon mal. Dann renne ich nochmal vielleicht zurück doch ins Dorf. Das bringt ja nichts. Aha. Aha. Aua, aua, aua. Irgendwas scheint das doch zu bringen, oder? Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht, das sieht, guck mal, richtig gut aus, muss ich ja sagen. Ah. Wow. Autsch. Ah. Das sieht gerade mal richtig, richtig gut aus für mich. Uhu, das scheint echt was zu werden diesmal. Ich bin total entgeistert. Ja! Ich fasse es ja nicht. Das hat ja geklappt wie Schnuff. Wie geil ist das denn? Yeah, baby. Freundanz. Ach, wie geil. Yeah, baby. Ah, das war jetzt aber... Das war jetzt aber... Ich habe mal... Aha, ihr Göttinnen. Als Adal, die Schriftrolle der Führung... Ich glaube, ich hatte die so genannt, oder? Aufrollt... Beginnen Worte auf dem blanken Papier zu erscheinen. Großer Krieger, du hast vielen Gefahren, du bist vielen Gefahren entgegengetreten, aber zum Schluss bist du zu Solomons Schrein gekommen. Diese Statue kann dich in das Herz des Schreins führen, wo wir verweilen. Wenn du einen Anhänger hast, platziere ihn am. Hänge ihn dir um und berühre die Statue. Und der Pfad möge sich öffnen. Es gibt zwei Anhänger, die du finden musst. Das silberne Anhängen. Der silberne Pfad liegt vor dir. Und genauso der Pfad aus Gold. Hä? Während Odol die Wörter liest, gehen sie davon. Hä? 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 Was? Was? Wie? Wo? Warum? Weshalb? Ich glaube, ich sollte mal mit dem Kasper schwätzen. Und da, hier. Ich spreche in die Muschel rein. Ja, Anhänger? Rek könnte dir vielleicht ein paar Informationen geben. Aber erwarte nicht zu viel, er weiß nicht alles. Die Göttin haben dich dazu beauftragt, nach ihnen zu schauen, oder? Am besten suchst du im Schrein nach ihnen. Es ist im Schrein hier nach den Anhängern suchen. Ich habe schon Schlüssel. Habe ich dort irgendwas Anhängermäßiges? Nee, gell? Nur das hier noch. Also. Verspricht das noch eine spannende Suche hier zu werden? Das werde ich wohl nicht mehr brauchen. Ich lasse jetzt mal die Miesmuschel hier an. Oder. Warte mal. Nee, ich mach mich mal zurück ins Dorf. Der alte Mann. Könnte mir was sagen, meinen die... Wo bin ich jetzt gelandet? Ach, guck mal hier. Ja, ja klar. Das Dorf Ramia. Rek, hilf mir mal. Rek. Ah, du bist eine Wohltat für meine Augen, Junge. Ja, ja. Ja, das hatten wir ja schon alles hier. Der kann mir echt nichts mehr sagen, oder? So, bitte. Ich fühle mich immer wie ein neuer Mann. Ja, von mir aus alles, aber. Alter, du sollst mir. Obwohl. Ich kann gerade mal bei dir im Keller nochmal ein bisschen Wasser trinken. Um meine Magie wieder aufzufüllen. Lalala, lalala. Das war nur das. Gluck, gluck, gluck. Gluck, gluck. Sehr gut. Kann man ja nicht weiterhelfen. Ich weiß gerade auch nichts mehr mit meinem Geld anzufangen. Ich glaube, ich renne mal zu dem Schmied. Dass der mir vielleicht noch was vertickert. War der Kerl denn? Ja. Oder, ah, nee, ist ja gar kein Kerl, ist ja eine sexy Senorita. Ah. Oh, mon amour, mon cher. So. Das große Schild habe ich ja, meine ich, oder? Das
6000 Gold, nee, habe ich ja dabei. Brauche ich nicht. Nothing. Oh, mon ami.